Ich habe da die Magie hinter dem Verhalten noch nicht ganz begriffen. Warte mal kurz. Was hast du für ein Schild? Das kann ich dafür nicht verwenden. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Großschilde. Was anderes habe ich von unseren orkischen Freunden auch nicht erwartet. Dass die hier mit kleinem Kaliber rumlaufen. I doubt it. So. Schön. So. Rost. Ich hab schon wieder so Bock, mich hier durchzuschnetzeln. Natürlich gut. Ja, schnupfen so ein bisschen. Den Hype dämpfen. Aber wir lassen uns nicht den Spaß an. Oh, der haut den. Also wir lassen uns nicht den Spaß nehmen. Ihr lasst euch nicht den Spaß nehmen. Und dann schnetzeln wir uns hier nach allen Regeln der Kunst durch. Und übernehmen das zerstörte Dorf. So. Dürften eh nicht mehr viele unterwegs sein. Einzeln noch ein paar, aber mehr kommt hier nicht mehr. Alter Schwede, die Leute, die hier gelebt haben. Frag mich, was es ihnen bringt, das Dorf zu zerstören. Weil, also, was denke ich, die Orks hier zum Beispiel, Orks sind schon irgendwo organisiert. Orks sind ja schon irgendwie eine organisierte Truppe. Was die halt unterscheidet, zum Beispiel zu den Orks in Gothic oder Herr der Ringe, ist, dass die ja nicht grundsätzlich böse sind. Also die Orks hier sind ja eine, ich weiß nicht, intelligentes Volk. Weiß ich jetzt nicht genau, wie intelligent sie sind. Es ist ein kriegerisches Volk, was ja nicht ausschließt, dass sie intelligent sind. Aber die gehörten ja mal in dieses Bündnis rein. Was hat sie dazu getrieben? Also der Schwarze Ring hat auf jeden Fall da was mit zu tun. So, das war das Versorgungslager, das wir in die Luft gejagt haben. Das war tatsächlich unser Werk. So, immer schön ein Glas Wasser mittrinken, ne? Dann ist der Kater am nächsten Tag schlimm. Nice. Das Lager ist tatsächlich komplett befreit. Dann würde ich sagen, folgen wir jetzt mal dem Weg hier hoch. Vielleicht können wir hier eine Grenze machen, können den Teil hier freikämpfen. Und dann werden wir uns hier diese zwei Plateaus hier vornehmen, okay? Mal sehen, was wir da Schönes finden. Das Spiel hat ja immer nette Geheimnisse für aufmerksame Sucher parat. Krass, okay. Ah, bleib ruhig da. Bleib ruhig da. Pfeil, Dolch, einfach Ring, Holzschild. Eier. Wir haben die Eier des Karrenfahrers gefunden. Den haben die ganz schön auseinandergenommen. Ich weiß gar nicht, als ich weiß, dass... Ach, Särge auch noch.
Ich weiß, dass man den Orks... Ich bin überladen. Also, dass sie eigentlich Verbündete waren. Also, zumindest hatte man Friedensbündnis. Das kann ich dafür nicht verwenden. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie reagiert denn ein Mensch in der Welt, wenn er einen Ork sieht. Ist er grundsätzlich so, oh shit? Das kann ich dafür nicht verwenden. Oder hat vielleicht der Händler die gesehen und dachte sich so, hey, Orks, nice, den verkaufe ich jetzt erstmal ein paar Sachen. Da fehlt mir manchmal bei dem Spiel so ein bisschen die Lore. Weil es ist halt so schön groß und es erzählt auch eine geile Geschichte. Aber man erfährt vieles so ein bisschen nebenbei. Ich kann das nicht benutzen. Und für meinen Geschmack auch ein bisschen zu wenig detailliert. Ich glaube, das größte Archiv, das wir gefunden haben, war tatsächlich das in der verfluchten Abtei. Was haben wir hier? Hier ist ein grünes X. Seht ihr auf der Minimap? Ich sehe hier niemanden. Keine Ahnung. Oh, nice. Ein paar Wildtiere. Da können wir unseren minimalen Fleischvorrat noch weiter auffüllen, anhäufen. So, genau hier geht's zu den Wagen hier hoch. Der wurde nicht von den Orks geplündert, da hat man ihnen... Also man hat es ihnen gar nicht vorgeworfen, man hat es vermutet. Hier ist so ein kleiner Zwischenpfad. Servus, Jungs. Servus. Ja, servus. Grüß euch. Silberschlüssel, Goldschlüssel, zwei Kisten daneben. Fantastisch. Wofür die wohl sein wird? Hervorragend. Ich glaube, es wird mal wieder massiv, aber wirklich massiv Zeit, die Händler in, also den Händler in Flussheim aufzusuchen. So. Gut, wir machen es jetzt anders, weil wir hier schon sind. Werden wir erstmal das Plateau absuchen, dann werden wir das Plateau hier absuchen und dann werden wir uns den Bereich hier folgen. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter und arbeiten uns hoch. Das ist der Plan. Ich denke, dass uns auf den Plateaus nur wilde Tiere erwarten. Aber? Ich meine, wir haben ja auch schon diesen Stein gefunden, diesen außergewöhnlichen. Möglicherweise erwartet uns hier noch was anderes. Momentan bloß eine riesige Keilerfamilie. Die hat, wie man es so kennt, hat jemand die mitgebracht aus fernen Landen. Die haben hier keine natürlichen Feinde gehabt, dann haben sie sich ausgebreitet wie Malaria. Keine Fressfeinde mit den Wölfen. Mit den Wölfen haben sie sich verbündet. Wir haben einen schriftlichen Pakt abgeschlossen. Und seitdem leben die da. Das kann ich dafür nicht verwenden. Freunde, alles rein. Damit funktioniert das nicht. Schön. Das kann ich dafür nicht verwenden. Halt den Rand, Junge. Iss lieber mal ein bisschen Brot. Trink ein bisschen Wasser. Damit zumindest mal unsere Nahrungsvorräte ein bisschen weniger werden. Der bewegt sich so viel, der nimmt auch nicht zu. Unser Hero ist seit ungefähr 2 Jahrzehnten in der Masse. Der ist durchgehend. Der ist die Massephase. Er ist der Erfinder der Massephase. Von daher hat er da absolut nichts zu befürchten, wenn er die ganze Zeit am Fressen und Trinken ist.
Hier ist auch nichts mehr, okay. Scheint tatsächlich ein komplett unwichtiges und harmloses Plateau zu sein. Schade. Schade. Aber gut, gehen wir aufs zweite. Schauen wir mal, was auf dem zweiten ist. Vielleicht mal wieder ein Runenstein. Irgendwas Cooles. Ansonsten müssen wir uns mit dem zufrieden geben, was wir hier finden. Lass mich mal nochmal kurz die Aufträge durchchecken. Rat der Sieben zusammenrufen. Okay. Elfenzwerg ist woanders. Ork ist hier. Finde das Sammlerstück Dunkelwald. Den Vertreter der Orks befreien hier. Die Schatzkarten ist auch Dunkelwald. Wir sind Verdistes, aber dafür müssen wir erstmal in Dunkelwald. Ist kaputt. Ein Drang für Dibos finden. Wieso wird uns der überhaupt noch angezeigt? Der müsste doch gescheitert sein. Ich meine. Okay. Ja. Die heilige Waffe finden, dafür müssen wir erst die dritte finden. Ne? Also. Ja, das probieren wir nachher noch. Das probieren wir heute noch aus. Oh, ich würde es gerne heute noch ausprobieren. Also wir könnten theoretisch versuchen, einem anderen Patienten den Heiltrank zu stehlen und ihm zu geben. Scheiße. Das könnte man probieren. So, das sind Soldaten. Okay, ihr haltet hier Stellung, oder? Sehr gut, Jungs. Bleibt mal heil. Dann machen wir hier das Plateau für euch frei. Dann habt ihr nichts zu tun. Das könnte funktionieren. Ich meine, beim Dr. Elrad können wir nichts machen. Der Pyramidentrick geht nicht. Schlösser öffnen 5 geht nicht. Da geht einfach nichts mehr. Das ist einfach eine Fehlanzeige. Ja, komm, wir gehen einmal hin, speichern ab und schauen, ob wir den klauen können, falls ja. Dreiste Scheiße, aber mein Gott. So. Hier ist Blut. Hier unten ist gar nichts mehr, schade. Alter, oben hat es anscheinend irgendjemand erwischt. Kann natürlich auch ein Ork gewesen sein. Kann alles gewesen sein. Ich schätze jetzt nicht, dass es eine Biene war oder eine Wespe, weil... Also ich habe schon viel gesehen, aber das Wespen-Amulette tragen halte ich für ein Gerücht. Kannst du nochmal hier eine Gifthaut auftragen? So. Es ist bei mir übrigens immer das Gleiche. Egal ob Fantasy-Spiel, ob Survival-Horror, es ist immer dieselbe Suppe. Am Anfang will ich nichts ausgeben. Nichts verwenden. Weil ich denke, es geht mir irgendwann aus. Und irgendwann ist das Spiel vorbei und ich habe alles gebunkert. Alles. Guck mal, eine Wespe. Nice. Mal ein bisschen Abwechslung. So, noch eine Bienenfamily. Aber hier wartet sonst nichts mehr auf mich. Oh, nö. Oh, jetzt juckt meine Nase. Oh Gott. Oh, so innen hier oben, wisst ihr so. Oh Gott. Entschuldigung. Oh, ich muss niesen.
Halleluja. Irgendwann fliegt mir das Hirn durchs Nasenloch raus. Boah. Spinnst du, hat das geschämert. So. Stand da mal jemand? Also stand da irgendwann schon mal jemand, mit dem wir geredet haben? So, Körbe sind leer. Ich kann mich nicht daran erinnern, Freunde. Aber wir kämpfen jetzt noch das Gebiet hier durch, das hier. Das sollten wir hinbekommen und dann machen wir das, dann probieren wir das mit dem Armenviertel aus. Das würde mich interessieren, ob das klappt. Ach, das ist der andere Eingang. Ork mit einem Kampfstab. Das wäre ein Anblick. Aha. Kommt schon. Ich denke, die haben die nur da, um die Menschen zu entwaffnen. Ich glaube, da ging es weniger um ihre eigenen Waffen. Ich bin überladen. Du bist überladen, mein Freund. Zeit für uns, um nach Hause zu gehen. So. So. Dieses Stream Deck ist einfach ein Traum. Da kannst du draufdrücken, dann bist du erstmal weg. Dann kannst du dir die Rotze wieder bis ins Hirn hochschädeln. Zack, drückst wieder das Knöpfchen und schon bist du wieder da. Das kann ich dafür nicht verwenden. Ist einfach toll. Damit funktioniert das nicht. Ist einfach toll, Freunde. Ich weiß gar nicht, warum ich so ein Zeug sammel. Das ist irgendwie so eine Sucht. Irgendwie tue ich mich schwer damit, diese Gegenstände zu verkaufen. Aber eigentlich wäre es sinnvoller. Oh, krass. Okay. Windows sagt Hallo. Aber da ist ein Ork gestorben. Immerhin haben sie den Ork down bekommen. Einen von den Orks, die wir übrigens one-hitten. So. Freunde, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Wie wir die Front rüber verschieben? Das zerstörte Dorf gehört wieder uns. Und jetzt gehört bald die Gegend auch wieder uns. So. Viel fehlt nicht mehr. Viel fehlt nicht mehr, Freunde. Dann haben wir den Vorposten auch vernichtet. Ich glaube, wir haben ihn sogar schon vernichtet. Hier ist nochmal Fettblut, ja. Fettes Blut. Das könnte noch zu dem Dude hier gehören. Aber der Bereich ist komplett freigelegt. Alles einkassiert. Nice. Sehr, sehr nice. Da oben ist irgendwie ein Bug mit dem... Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt kurz das. Wir probieren das. Mit dem Armenviertel. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, gehen wir auf das Plateau und arbeiten uns hier durch. Da ist ja dann auch... Da ist ja dann auch... Das, wie heißt's? Der Teleporter im Zwergenwald. Der Teleporter im Orkwald, den werden wir nicht bedienen können, oder? Dafür brauchen wir die Schriftrolle der Orks. Schau mal, ist eine richtig angenehme Menge mittlerweile, oder? An Nahrung. Aber die Front ist jetzt ein
ein ganzes Stück zurück nach Osten verschoben. So, bring uns mal... Das ist Hernes, glaube ich. Ist nicht besonders heldenhaft, aber wir haben uns schon hier und da nicht ganz so heldenhaft gehalten. Von daher. Moin! Besucht euch Arbeit, Alter. Lasst doch den armen Herrn in Ruhe. Na komm. Ah, mein Lieber. Komm. Der Gürtel wird dir... Okay, ein Killer-Skorpion hat sich verabschiedet. Ja, sorry, Bro. Das sind die Regeln. Ich bin für euch verantwortlich und wenn es nicht funktioniert, dann... Das kann ich dafür nicht verwenden. Dann muss ich, oh Gott, Entschuldigung. Dann muss ich euch... Damit funktioniert das nicht. Leider Gottes vernichten. So, hier hin. Das kann ich dafür nicht verwenden. Eins. Damit funktioniert zwei. Das nicht. Eines Tages werden die uns ausgehen. Eines Tages werde ich keine... Killer-Skorpione mehr haben. Und ich werde mir die Zeit zurücksehnen, als wir sträflichst unsere Killer-Skorpione verschwendet haben. Wir werden uns zurückerinnern an die Zeit. Irgendwann.